So, Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Part von Once Human. Wir begeben uns jetzt zur Stadt, die wir erstmal untersuchen sollen. Let's go. Ich muss noch die Markierung da wegmachen. Greift mich gerade eh nichts an. Ein Fahrzeug wäre jetzt schon super, aber schauen wir, dass wir voll sind mit dem Essen. Finden die alle ihre Motorräder, Mann? Wahrscheinlich muss ich so weit skillen, dass ich das dann bekomme. Na, Mahlzeit. Dabei sind die ja immer noch zwei Schläge und down. Den können wir stappen, glaube ich, oder? Könnte man auch als Finisher sehen. Oh lol, Alter, das ist ja riesig, Mann. Oh, Leute, ich weiß es dann. Ja, der ist Viecher dabei echt viel Scheiße da. Das ist ein rassistisches, Mann. Den können wir stabben. Oh, Mist. Oh, Mist. Wenn das näher kommt, Alter, bin ich wahrscheinlich im Arsch. Ich war da noch. Ja, Mist. Komm. Die sehen aus wie diese Viecher von Matrix, Alter. Falls euch das was sagt. Diese Sentries. So, okay, wir müssen uns heilen. Stardust Pollution is getting worse. The way of the bow. Diese Aufgaben, die müssen wir jetzt mal aufnehmen. Man kann ihm immer wieder einen Melee-Punch geben, auch wenn man jetzt nicht die Waffe ausgerüstet hat. Oh Mann. Schau das an. Komm mal vor wie Daryl gerade, Alter. Oh Leute, was ist denn das für ein Scheiß, Mann? Dann glaube ich Molly irgendwo. Der hat jetzt keinen Arm mehr? Sterne aber anscheinend nicht. Das hört sich größer an. Na moin. Wir nehmen da alles auf, was denn geht. Okay. Mal oben. Alles aufsammeln, was nur geht. Schade, ich komme da nicht durch. Hm. Interessant. Dass ich da nicht reinkomme? Warum auch immer? Wahrscheinlich geblockt irgendwo. Pfeffer. So, das ist auch mal Fabric. Broken Flashlight. Warte kurz, dann gehen wir mal raus. Ha. Da gehört nicht dazu. Ah, das ist nicht synchronisiert, okay. Die Frage ist, wie lange eigentlich das da drin aushält. Okay, das haben wir auch. Aber wenn es nicht synchronisiert ist, ja, dann bringt es mir eigentlich auch nichts. Return to the main house and check out the locked door, okay. Das heißt, jetzt können wir da oben, also da vorne rein. Da springen wir das Fenster. Jetzt können wir da hochgehen. Das Spiel kann auf jeden Fall jetzt schon mehr als the day before. Man kann nämlich Vault, also über Hindernisse hindurch springen. Schade, das ist einer da. Ah, Schaufelmann, okay. Okay, leave the rotten. Kann ich nicht raus. Soll ich da wieder zurück zu der einen Dame da? Hm, schauen wir mal. Welcome back. Jetzt soll wieder alles okay sein.
Jetzt weiß ich auch, warum meine Basis ganz zerstört ist. Weil wahrscheinlich die Wichser mal ganz angreifen. Obwohl ich glaube sogar Geschütze bauen lassen. Also zumindest der Vorstab habe ich es auf jeden Fall. Die sind da zu zweit, ne? Gegenseitig geboxt. Schauen wir mal, was Claire sagt. Ich weiß nicht, ob ihr solche Videos sehen wollt. Wollt ihr sehen, wie ich quasi es selber alles entdecke und ihr was dazulernt, oder möchtet ihr es selber entdecken? Schreibt es einfach in die Kommentare, beziehungsweise was euch an dem Game interessiert, was ihr sehen wollt. Und ich schaue, dass ich das dann einfach im nächsten Video einbaue. Aber so laufe ich eigentlich nur die Story nach, ein bisschen planlos durch die Gegend. Aber wenn euch das einfach auch gefällt, das quasi mit mir erforschen, ja, lasst es mich wissen. Wäre, glaube ich, sehr cool. So kann ich dann ein bisschen gezielter auch euch das zeigen, was ihr sehen wollt. Ich weiß natürlich, gerade jetzt ist es halt so, dass mal dass nicht alle in das Game reinkommen, weil es halt eben closed ist, aber spätestens dann, wenn es Open World ist, also Open Beta, dann wird natürlich auch, werden natürlich auch mehr Leute hier dabei sein. Hey Mayfly, what'd you find? Okay. I checked out the ghost town you were talking about. I gotta admit, you're not crazy. There was something strange about the place. Ha! You see? You should listen to your elders. So, what was going on there? Well, like you said, the town was taken over by the mob. One of the most prominent members was the boss's nephew. He was smart, ruthless, and capable. But he also went through money like crazy. Ooh, let me get a pen and paper. All right, go on. It started with money and goods, before all the Stardust stuff started. Then, once it did, he moved on to dealing in weapons and supplies. But he had his eyes set on taking control of the entire organization. And his uncle decided to take care of him. The boss okay. had a hit carried out on his own nephew. Lol. But they didn't finish the job properly. As he lay wounded, he was infected by Stardust. Let me guess, he never died? Yep. I guess you'd say he evolved into a great one. All the strange events here, the way that fuel and electricity disappear so fast, I think it's because of this guy becoming a great one. So, Mayfly, any chance you could have... I'll do my best. Yeah. Investigate at the foot of the monolithic reed and find where the signal came from. Ayayay. Ja, ich müsste halt die Story weiter spielen, damit ich da, glaube ich, das Bike kriege. Investigate at the foot of the monolith grid and find where the signal came from. Was sagt denn die Levelbeschreibung? 8. Das liegt eigentlich, glaube ich, eh dazwischen. Und ich bin, siehst du, PvE. Okay, Gear, Fashion. Da haben wir noch nichts freigeschalten. Mods kann natürlich auch. Blueprints. Okay, na dann laufen wir mal zu unserer Basis, glaube ich. Und ich werde mal, wie immer, mal eine neue Location suchen. Vielleicht, wenn wir mal über Level 10 kommen. Weil da, ab Level 10... könnte man rein theoretisch PvP machen und auch in diesen Chaos-Modus gehen. Also quasi, dass man andere Spieler attackieren kann. Aber man kann auch nur die Leute attackieren, die was selber im Chaos-Modus sind. Was ist denn da los? Detail? Oh lol, jetzt kenne ich mich aus. Repair all. Schau, es ist decaying, weil ich das füttern muss mit Materialien, Alter. Auf das wäre ich ja nie gekommen. Okay, da siehst du wieder was dazugelernt. Man muss das füttern mit Materialien, damit das Gebäude steht. Aber jetzt würde mich interessieren, wo ich so fette Steine herbekomme. Oder ist es Egg Gravel? Bin mir nicht sicher. Oder Gravel. Je nachdem. Daily Consumption. Also damit alles steht, muss man die Maschine füttern. Ey. Was bräuchte ich dann noch? Damit ich alles reparieren, muss ich nochmal ein bisschen Steine sammeln. Ey. Da haben wir was. Ja, die Kopperachse hält natürlich ein bisschen mehr aus. So, jetzt gehen wir mal dahin. Da muss ich immer alles einzeln reparieren. Das sollte jetzt reichen, glaube ich. Okay, vom Essen her sieht es eigentlich ganz gut aus, vom Trinken auch. Sanity und Muskelpower, ja, das ist ein bisschen... Aber es wird auch wieder... Alter, was hat denn der da gebaut, Mann? Aber schau es an. Na, Silver Lightning? Was geht? Back. Is that a cradle you're wearing? Yes. You're a Mayfly? You're back. Is that a cradle you're wearing? Okay. You're a Mayfly? Mayfly? Sorry, I have no idea what you're talking about. Passt irgendwas nicht mit dem, Reden, Alter. I just found it. Huh. You're serious, aren't you? But if you're not a Mayfly,
Then what are you doing here? It might sound a little crazy, but this bird told me I should come here and eliminate a great one to make myself stronger. Wait, that sounds way more than a little crazy. Ah, stimmt. Interesting. You've got a cradle, so you must be a meta, but you say you're not a mayfly. And you didn't say you were here to aid humanity and expel deviants like a typical mayfly would. You must be something special. A metahuman with great ambitions. It looks like our goals are aligned right now. Oh, so you're here to No. I came to so okay. Really. Look, I just... Yes, you just... If you can access a... I'm afraid I don't... Alles klar. Dass man erklärt sein kann. Yes, the isotope. So, Oh, that's simple. Alles klar. Equip Great Rift Anchor. Load Great Rift Anchor. Okay, schauen wir mal. Ich habe nicht mehr so viel Munition. Gut, der Hirsch ist da einfach gerade drüber gefetzt. Der hat einfach sein Camp hier eingebaut, Alter. Jetzt dabei noch die Armbrust verwenden. Da schreibt er da. You will need lots of ammo. You need a ton of ammo coming up. Okay. Oh lol, das sind ja echt viele. Okay. Dann gehen wir zum Camp zurück und holen uns Pistolenmunition. Und eine neue Waffe. Das ist Primary Supplies. Was kann ich denn da machen? Bolts. Aber bevor wir das machen, mache ich lieber was anderes. Das sind Weapon, genau. Hunter. Das ist halt das. Nice, das habe ich die PDW. Okay, was Großes habe ich glaube ich noch nicht. Crossbow. Was fehlt? Schrauben fehlen. Okay. Und hier könnte ich noch Copper bis zu 3 Schüsse, oder? 80 Schüsse, okay. Und hier habe ich auch noch was drin. Aber Shotgun-Armor brauche ich jetzt nicht. SMG auf jeden Fall. Rifle habe ich eh nicht. Sniper Rifle habe ich auch nicht. Eine Granate kann ich brauchen. Habe ich 8 Schuss, Mann. Nehmen wir noch ein bisschen. Einmal noch. Da könnte ich eigentlich jetzt ein bisschen Carcoil machen. Dann machen wir 5. Passt. So, Pistol Money sollte ich jetzt genug haben. Passt. Alles klar. Ja, ich glaube, da warte ich jetzt nicht drauf, dass es fertig wird. Soll, glaube ich, dann nächstes Mal fertig werden. Glass fehlt mir. Warte mal. Ja, den Helm könnte ich eigentlich bauen. So einen stärkeren Helm könnte ich schon drauf tun. Und das habe ich jetzt gerade. Die habe ich schon. Tier 2. Ja, Tier 2 macht halt dann schon ein bisschen Unterschied, Alter. Tier 1 habe ich schon. Das nehmen wir mal auch mit. Wie sehen wir denn hier aus? Mhm. Perfekt, das ist Complete Journey. Pathfinder. Sonst haben wir... Oh, Leute. Das darf man nicht vergessen. Hier kriegt man echt viel XP. Die ganzen Aufgaben, die was man hier abschließt. Tasks. Jetzt ist es natürlich nur weniger schwierig für mich, weil ich halt jetzt vom Level aufgestiegen bin. Ja, am Anfang sieht die ja gleich aus. Einfach, dass man quasi die Aufgabe abschließt. Pistolenmunition ist, glaube ich, nie wirklich schlecht, dass man es dabei hat. Was ich nicht weiß, ist, was da oben ist, was der, dieser Einser neben dem Kopf da heißt. Weiß nicht, ob das jemand von euch schon weiß oder rausbekommen hat. Würde mich halt auch interessieren. Okay, passt. Dann packt man gleich die Waffe aus. Und dann schauen wir. XP. Derzeit ist es, glaube ich, noch nicht so wichtig. Na gut, das funktioniert auch. Das wollte ich eigentlich nicht. Okay. Alles klar. Kann man das einschalten? Der war natürlich übel dumm, Alter. Da würde ich. Okay. Paintbrush. Boah, Junge. Piss dich. Alter, wie er hergestellt kommt. Geht halt voll auf die Sanity.
Aber vielleicht findet man hier dieses Electrical Component, was wir brauchen, um die neue Waffe zu machen. Ah, um die neue Maske zu machen, sorry. Schau dir das an und so. Komm her. Bisschen die Telekinese, Mann. Verstehe ich nicht ganz, aber okay. Der ist mal jetzt mit viel Munition, Alter. Boah, Junge, komm von der Seite, Mann. Okay. Möchte die Überraschungen hier vermeiden oder auf Minimum halten. Lampenkopf, Alter. Alter, ich dachte, es finished ihn. You're a bit hungry. Okay, erstmal schnell was. I can't say zwischen den Kampf kurz mal ein Steak essen. Komm ich da rein? Ne. Da wäre noch so ein Ei. Jacket, so gut. Sabi Jacket. Wäre scheiße, wenn man da hinkommt und dann kommt da irgendwas raus, was ihr nicht weggeschossen habt. Deswegen eher wegballern und dann schauen. Wenn wir schon da sind, dann geben wir uns auch auf. Okay, gehen wir runter. Brechstange ist halt schon richtig rostig hier. Geht's jetzt aus, dass ich den erwischt? Ja. Yep. Das kotzt mich an, Alter. Kann ich das nicht einfach irgendwo hin tun? Der wäre jetzt einfach durch die Wand durchgeglitscht. Bisschen eine größere FOV wäre nicht schlecht. Dieser Lampenkopf, Alter. Ich will mir vorstellen, wenn das Gebiet anders ist, also quasi wenn das Gebiet höheres Level erfordern würde, dann denke ich, würde ich sehr schnell hier einen auf die Fresse kriegen. Antibiotics, gut. SMG-Ammo, Industrial Tape. Dann gehen wir mal durch, Alter. Machen das am Dach, weil er so Geräusche macht. Alles, was man halt so zerstören kann. Du Pisser, Mann. Alter, dass man das einbaut. So Jump Square. Wie Edis sagt. Hätte mir nicht gedacht. Ja, aktivieren wir das. Please submit the correct item. Woher soll ich das wissen? Alles klar. Warum sind die wieder gespawnt, Mann? Der hat nicht mehr einen Kopf. Was ist denn überhaupt hin? Na gut, es ist eh alles da in der Nähe.
Und meine zweite Überlegung wäre eigentlich gewesen, dass ich einen Molotow da hinschieße. Ein bisschen unlucky, dass er wieder gespawnt ist, Alter. Aber durch die Telekinese spart man sich schon ein bisschen Muni. Schauen wir mal kurz darüber. Okay. Ja, das macht schon ein bisschen Damage. Zweitens nicht so viel, weil irgendwie kann ich ihn kein Damage machen. Ja, gut. Schauen, dass ich da noch ein bisschen was anderes aufsammeln. Okay, wir haben da eigentlich eh schon relativ viel gesammelt. Komme ich da jetzt einfach hier hoch, ne? Ich glaube, dass ich da so ein Explosiv fast benötigen würde. Ja, aber natürlich schon alle verschwendet. Ja, also ein bisschen blöd. Oh, ich habe ja eine Granate. Das könnte ich probieren. Das probieren wir. Das tun wir mal auf 2. Also auf 6. Oh, ich fliege mal. Hat funktioniert, aber nur für eine Kiste. Das wollte ich irgendwie nicht. Der ballert! Das finde ich passt. Alter, der hat eine Pistole, ne? Alter, jetzt spawnen einfach die Gegner die ganze Zeit. Komm, mir scheißegal. Da gibt es jetzt gerade gar keine Logik. So, wir nehmen jetzt mal Nummer 6. Meistens dahin, Alter. Ich weiß zwar nicht, wo da jetzt hin ist, aber... echt overpowered, ne? Ah, dieser Melee-Scheiß, da geht mir um, sagt man. Dass dann plötzlich immer das andere da rausholt. Komm! Ich weiß nicht, was die da halt jetzt haben, Mann. Molotov dahin. Gut. Schuss. Er steht immun. Funktioniert aber anscheinend trotzdem.
Scheiße, Mann. Toll. Das war echt knapp gerade. Okay, wir müssen jetzt, glaube ich, auf Dingen switchen. Auf Armbrust, wenn ich wüsste, wo die ist. Ach, scheiße, die kann ich nicht mehr lagern, ne? Tja, jetzt habe ich ausgekackt. Digga, da hinten ist was Riesiges. Also wenn ich hier keine Munition finde, dann bin ich im Arsch. Na, ja, das ist das gegessen. 4 Schuss habe ich noch. Ich glaube, dass ich mich hier bald schleichen muss. Der hat nur Acid Materials, Mann. Ich muss einfach beim nächsten Mal viel mehr von den Dingern mitnehmen. Pistolen, Munition, auf und auf. Das A und O, Mann. Jetzt habe ich diesen Koffer verloren, der war eigentlich um einiges stärker als, Mann. Okay, Trap runter, bin auf der Scheiße. Schau dir das an, Alter, das sind einfach so viele. Du Scheiße, Rainfall Reaper. Digga, was sind denn das für Viecher, Mann? Kann ich den einfach so punchen? Das ging sich aus. Komm schon, die richtige Waffe. 1, 2, 3. Ich hätte eigentlich gehofft, dass hier eine Kiste ist mit Munition. War anscheinend nicht. Ja, das ist dieses unendliche Spawnen, das gefällt mir gar nicht. Der ist halt Level 7, Mann. Ich möchte keine Schüsse verschwenden. Okay. Na, ah, war zu spät. Ich schaue, dass ich ihn mit dem Molotov zuerst erwisch. Ah, ist natürlich scheiße, Mann. Tschüss, Mann. Immun. Ja, leck mich fett, Alter. Der Dude, Alter. In Cooldown. Ja, jetzt bin ich am Arsch. Jetzt hat sie gerne eigentlich gestorben. Pisst euch, Alter. Gar keinen Bock auf euch. Los, Parkour. Komm. Okay, alles klar. Enter the rift in the models and greet and defeat the great one. Ja, das machen wir auf jeden Fall jetzt noch nicht. Also bevor ich das mache, muss ich raus hier. Ich habe, glaube ich, keine Granate oder sonst irgendwas. Einen Schuss habe ich. Lol. Lol!
Ja, Mann, das kotzt mich an, ey. Einen Schuss habe ich noch. Also, ich kann ihm ja nicht mal Nahkampf Schaden anfügen. So, Leute, ich bin raus. Bis dich. Los. Was boostet, trink was. Und wir schleichen uns hier. Und gegen den Typen kämpfe ich auf jeden Fall nicht. Ich keinen Bock da, zu kämpfen. Hallo. Oh Mist, Mann. Oh lol. Wir müssen uns von hier verpissen. Ja, sonst wird das ein bisschen scheiße, ja. Komm ich da raus? Schau mal, ich kann ja damit. Kann ich da nicht irgendwie drüber jumpen? Müsste sich doch ausgehen, oder nicht? Ich habe mir den Fuß gebrochen. Leck mich am Arsch. Halt, das ist ein Fußbruch? Ja, halt. Gut. Ach du Scheiße, Mann. Okay, Freunde. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Mal. Servus.